habe das mitbekommen. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer im Saal und daheim, Herr Mostovizade, das war sehr geschickt, wie Sie hier argumentiert haben, sich nämlich nicht zu positionieren zur Frage, wie sie allgemein diskutiert wird und wie sie auch der Herr Finanzminister des Landes Nordrhein-Westfalen doch eher sieht, dass nämlich es vielleicht sinnvoll erscheint, dann, wenn man dem Petitum folgt, Solidaritätszuschlag in die Einkommensteuer bzw. über 2019 hinaus gelten zu lassen, diesen in die Einkommensteuer fließen zu lassen. Nämlich daraus würde resultieren, dass aufgrund der Berechnungssituation und der Zuweisungen vom Bund 50% bei den Ländern und Gemeinden landen würden. Sie wollen es ja über den Bund-Länder-Finanzausgleich geregelt wissen. Da habe ich allerdings von der Regierungsbank bisher anderes gehört. Und von daher ist es natürlich auch richtig, Herr Kollege Mostovizade, wenn Sie Ihre Kollegin Lisa Paus im Bund hier bezogen auf die Kleine Anfrage benennen, die nämlich im Ergebnis, was die Antwort der Bundesregierung angeht, genau das richtigerweise festgestellt hat, beziehungsweise hervorgebracht hat, dass eine Belastung insbesondere kinderreicher Familien oder Familien mit Kindern im breiten Bevölkerungsmittel stattfindet, bei Familien mit zwei Kindern etwa monatliche Mehrbelastung von 526 Euro, bei Familien mit einem Kind monatliche Mehrbelastung von 203 Euro, wenn das nämlich so käme, dass man eins zu eins den Solidaritätszuschlag in die Einkommensteuer überführt. Das ist das Ergebnis der Anfrage bzw. die Antwort der Bundesregierung auf die Anfrage Ihrer Kollegin Paus. Fakt ist aber auch, dass wir bemerken müssen, dass hier breite Bevölkerungsschichten eben betroffen sind. Deutlich mehr als 25 Millionen Haushalte werden davon erfasst, Steuerzahler. Und von daher sollten wir doch einfach mal die Frage in den Raum stellen, ob nicht, wie der Herr Kollege Witzel es hier auch ausgeführt hat, die Frage massiver Glaubwürdigkeitsverlust der Politik in Rede steht. Richtig ist es auch, dass diese Diskussion in der Breite der Gesellschaft zu führen ist und nicht ausschließlich von finanzpolitischer Seite. Die Landesregierung sorgt letztendlich mit ihrer Forderung, dass man, egal in welcher, wie man das Kind nun nennt, mit dieser Zusatzbelastung der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler über 2019 hinaus ein weiteres unrühmliches Beispiel kreiert wird für fehlende Verlässlichkeit von Politik im Verhältnis zu den Bürgern, für die diese Politik gemacht werden soll. Das können wir als Piratenfraktion so nicht ohne weiteres unterstreichen. Und wir sind eher dafür, der Auffassung von Kollegen Oppenbrink zu folgen, der da sagt, alles hängt mit allem zusammen. Das ist nämlich erstmal richtig. Und zum Zweiten bedarf es doch der breiten Diskussion in sämtlichen steuerlichen Aspekten, mit denen die Bürgerinnen und Bürger unseres Staates und nicht nur des Landes Nordrhein-Westfalen das Gemeinwohl gemeinsam mitfinanzieren. Und dann bedarf es eben einer Klärung von Fragen wie Vermögenssteuer. Dann bedarf es eben einer Klärung der Fragen von Abhängigkeit zwischen Vermögens- und Erbschaftssteuer. Dann bedarf es eben einer Klärung der Besteuerung von Konzernen und Unternehmen. Dann bedarf es eben einer Klärung des Stopfens von Steuerschlupflöchern, wo ja nun SPD und Grüne gemäß ihrem Entschließungsantrag von Anfang dieses Jahres, aus April, glaube ich, war er, festgestellt haben, dass der Bund 160 Milliarden Euro Mehreinnahmen generiert, wenn diese Steuerschlupflöcher geschlossen werden, was zu Mehreinnahmen auf der Landesebene in Nordrhein-Westfalen von roundabout 30 Milliarden führen würde. Und da brauchen wir nicht mehr hinterherzurennen, irgendwelchen Versuchen, ob nun über Bund-Länder-Finanzausgleich oder eben die Einbeziehung des Solidaritätszuschlags in die Einkommensteuer oder über eine Grunderwerbsteuererhöhung im Lande Nordrhein-Westfalen, Brosamen zu verteilen. Dann geht es wirklich an die dicken Bretter, Herr Finanzminister, das wissen Sie, das wissen alle hier im Hohen Hause. Dann muss man eben auch tatsächlich mal ein wenig die Boxhandschuhe auspacken und tatsächlich für die Bürgerinnen und Bürger des Landes, nicht gegen die Unternehmen, sondern mit den Unternehmen versuchen, einen Konsens herbeizuführen, der dazu führt, dass eben eine Entlastung der Bürger bzw. eine fehlende eine Unterlassung zusätzlicher Belastung der Bürgerinnen und Bürger eintritt. Dann brauchen wir auch die Diskussion nicht, die wir hier leider Gottes nicht in der Breite führen können, Herr Kollege Witzel, denn das gehe ich jetzt mal einmal kurz auf den Antrag ein. Ich hätte es für besser gehalten, wenn man diesen Antrag ein bisschen in
in die Ausschüsse spielt, um nicht hier direkte Abstimmung herbeizuführen, weil die Diskussion eher noch am Anfang ist. Und da sehe ich allerdings die Umfragen aktuell aus Oktober des Jahres von YouGov, wo 82% der Befragten eine Überführung des Solidaritätszuschlags in die Einkommensteuer schlichtweg ablehnen. Das ist eine Steigerung gegenüber Juli um mehr als 30%. Wir sehen daran, die Diskussion kommt in Fahrt, und lassen Sie uns diese Diskussion möglicherweise auch hier im Hause und auch in den Ausschüssen weiterführen. Was den Antrag angeht, werden wir uns an dieser Stelle aufgrund dieses Umstands und auch wegen Ziffer 2 Ihres Antrags, den wir so nicht ganz mittragen können, enthalten. Im Übrigen hoffe ich, dass wir hier eine breite Debatte, Frau Ministerpräsidentin, führen können und dieses auch zukünftig noch sollten, wie denn mit den Geldern der Bürgerinnen und Bürger des Landes Nordrhein-Westfalen demnächst umzugehen sein wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Schulz. Bleiben Sie bitte am Pult stehen, Herr Schulz. Es gibt eine Kurzintervention angemeldet von Herrn Mostofizadeh, und die lassen wir natürlich zu, wie sich das gehört. Mikro ist auf. Bitte schön, Herr Kollege Mostofizadeh. Ja, Herr Präsident, vielen Dank. Ich möchte zwei Punkte ganz klar richtigstellen. Frau Kollegin Paus hat eine Anfrage gestellt, auf die Sie Bezug genommen haben. Und die Anfrage sollte eine schlichte Integration in den Tarif darstellen. Und die Folgen sind geschildert worden. Den Schluss, den Sie daraus ziehen, der ist schlicht falsch. Sie wollte nur deutlich machen, dass man eine qualitätsvolle Debatte führt. Und wenn Sie dann sagen, das führt dazu, dass so und so viele Leute belastet werden, dann wäre das, wenn der Kurs 1:1 so integriert würde. Das muss man ja nicht so machen. Das ist ja der Vorschlag, den Herr Schäuble in einem Papier nun mal als Bundesfinanzminister vorgeschlagen hat. Und wenn dann die Opposition im Bundestag dafür sorgt, dass das, was ein Bundesfinanzminister vorschlägt, auch transparent wird, ist das Ihre wesentliche Aufgabe. Und wenn Sie Herrn Zimka zugehört hätten, hätten Sie auch gemerkt, Sie können nicht auf der einen Seite die Soli-Integration bemängeln, um dann zu sagen, den Soli wollen wir abschaffen. Weil wenn Sie den abschaffen wollen, dann gibt es zwei Effekte. Erstens, wir haben die Kohle nicht mehr, dann brauchen wir uns hier im Landtag nicht mehr darüber unterhalten. Und zum Zweiten gibt es diese Wirkung nicht. Und nach vorne möchte ich auch sagen, ich fand es schon bemerkenswert in der Debatte im Bundestag, dass einige CDU-Abgeordnete, unter anderem auch der CSU-Abgeordnete Michelbach, aber es war Herr Gutting, im Bundestag gesagt hat, die Bundesländer wären 16 Geier und die würden vor dem Bundestag auf das Geld der Bürgerinnen und Bürger warten. Das finde ich, gelinde gesagt, abscheulich und möchte mich dagegen ausdrücklich verwahren. Und ich bitte Sie, hier zur Stellung zu nehmen. So, Herr Schulz, 90 Sekunden für Sie. Vielen Dank, Herr Präsident. Lieber Kollege Mostofizadeh, also was Ihre Abschlussbemerkung angeht, dafür stehe ich hier nicht. Ja, ich kann nichts dafür, wenn die CDU im Bundestag irgendwas erzählt. Zweiter Punkt. Ich habe überhaupt nichts anderes gesagt als das, was Sie gesagt haben, was die Anfrage der Kollegin, Ihrer Kollegin Lisa Paus angeht. Natürlich hat sie bezogen auf die 1:1-Anpassungssituation oder Übertragungssituation angefragt und hat als Ergebnis genau das bekommen, was ich hier nämlich referiert habe, nämlich, dass die Gruppe der Familien, kinderreicher Familien mit mittlerem und niedrigem Einkommen durch eine solche Regelung besonders belastet würde. Und die Antwort der Bundesregierung hat eben auch die Zahlen von 526 bzw. 200 Euro Einbußen dieser Familiengruppen erbracht. Darüber hinaus hat Ihre Kollegin Paus, das möchte ich hier nochmal zum Besten geben, ich zitiere, Folgendes da bilanziert. Würde der Plan so umgesetzt, käme es zu massiven Belastungen breiter Bevölkerungsschichten. Nichts anderes habe ich gesagt, also bitte ich doch zu bemerken oder abschließend zu bemerken, dass genau das, was Ihre grüne Kollegin da im Bund gefragt hat, hier auch Gegenstand meiner Ausführungen war. Vielen herzlichen Dank.